Seht ihr das? Hier sind Öler. Oder seht ihr das? Das sind auch Öler. Na, ihr seht es wahrscheinlich noch nicht, aber gleich. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal so ein bisschen um die Wartung und die Pflege solcher alten Maschinen, dass man die auch noch hoffentlich in 30, 40, 50 Jahren auch benutzen kann. So ein ganz wesentliches Thema ist das Ölen bzw. das Schmieren. Hier diese Schmiernippel sehen für mich, als ich es noch nicht gekannt habe, haben die ausgesehen, wie als wenn man dort normales Fett einpresst. So sehen nämlich halt einfach diese Abschmiernippel aus, wie zum Beispiel beim Anhänger, bei der Auflaufbremse. Da kann man dann super die Fettpresse ansetzen und kann dann halt Fett reinpumpen. Was aber ganz wichtig ist, hier diese Maschine, da darf kein Fett rein, das steht auch hinten auf dem Schild drauf, da muss Öl rein. Gleitbahnöl wurde mir geschrieben, ich benutze bis dato immer noch normales Motorenöl. Das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so ideal sein, aber die Maschine wird sowieso nicht so wirklich oft benutzt, deswegen wird das Motorenöl auch schon okay sein. Bei den Schmiernippeln, die ihr gerade gesehen habt, da werde ich euch gleich das Werkzeug zeigen, um das es geht. Das kann man auch hier für diesen Einsatzzweck benutzen, aber für diesen Einsatzzweck hier speziell bräuchte man es nicht, deswegen zeige ich da das erst, weil vielleicht brauchst du gar nicht ein extra Werkzeug dafür. Bei diesen Ölern hier kann man auch eine normale Ölpresse, eine Ölpumpe benutzen. Wer kennt die noch? Ich finde die einfach super stylisch. Warum rosten die nur nie? Und zwar sind diese Öler so geformt, dass man hier auch ganz okay mit einer normalen Ölpresse ansetzen kann und das Öl reindrücken kann. Das funktioniert für die meisten Fälle ganz okay. Ich habe auch hier gemerkt, dass es direkt viel, viel besser ging, weil mal wieder ein Tropfen Öl dran war. Aber es gibt dafür auch spezielle Werkzeuge. Und zwar ist es genau hier, dieses Werkzeug. Das ist eine Ölhochdruckpresse. Was ist da alles dabei? Ist relativ übersichtlich. Wir haben hier einmal die Presse an sich. Hier hinten drin ist auch schon die Öffnung, wo wir das Öl reinfüllen können. Was ich festgestellt habe, ist, dass man hier diesen Stutzen immer mal ein Stückchen nachdrücken muss, weil sonst wird kein Öl gefördert. Wir haben hier aber auch eine Kette, an der wir dann dieses Teil rausziehen können. Mache ich jetzt nicht, weil der Öl drin ist. Das wäre sonst eine Riesensauerei. Theoretisch könnte man auch das Ganze dann hier mit diesem Deckel verschließen. Wenn die aber ganz gefüllt ist, ist die Kette dann im Weg. Deswegen habe ich die bis dato immer draußen gelassen. Jetzt passt es aber, deswegen kommt die Kette mal rein. Wir haben bei dieser Ölpresse zwei Aufsätze und hier sehen wir auch schon, dass dieser Aufsatz hier eigentlich schon ganz gut aussieht und auf unsere Schmiernippel drauf passt. Es gibt aber noch einen zweiten Aufsatz und der ist besser geeignet für die Öler, die wir gerade benutzt haben. Und das ist dieser Aufsatz. Hier haben wir halt eben jetzt die Möglichkeit, das Werkzeug so anzusetzen und pressen das Öl wirklich richtig rein. Manchmal bin ich mal unsicher, ob Öl rauskommt, dann halte ich immer einfach die Presse gegen hier die Oberfläche und dann sieht man auch, dass Öl rauskommt. Das ist auch die Menge, die rauskommt. Deswegen gebe ich der Maschine, weil die in der langen Zeit nichts bekommen hat, immer ein paar mehr Stöße. Und hier sehen wir auch, dass das Öl direkt rauskommt. Die Form passt halt hier perfekt auf diesen Schmiernippel drauf und wir können das Öl damit viel Druck reinpressen. Das Ganze können wir da noch abschließen, damit wir uns keinen Dreck in unsere Schmierung oder in unsere Führung drücken. Vielleicht kennt ihr noch ein anderes Werkzeug bzw. eine ähnliche Variante, die ein bisschen anders aufgebaut ist. Würde mich mal interessieren, weil ich habe persönlich tatsächlich nur diese Variante gefunden. Also wenn ihr da was kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ach scheiße, wie dumm war das. Schaut, dass da nicht unbedingt super viel Druck drauf ist, wenn ihr die Kappen wechselt. Jetzt haben wir aber die andere Form. Ich probiere es einmal aus, ob es funktioniert hat. Jetzt seht ihr, jetzt funktioniert das Ganze nicht. Da habe ich festgestellt, dass man einmal die... Ups. Alter, was war denn das? Was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade sagen, holt euch am besten zwei von denen, wenn ihr beide Einsatzzwecke braucht. Weil jedes Mal hier die Kappe umbauen, das ist halt schon super nervig und eine Riesensauerei. Deswegen holt euch am besten eine zweite Ölpresse, wenn er diesen Aufsatz hier auch braucht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier wie wild das Öl rauskommt. Das war nämlich bei der Anna. Bei dem anderen Aufsatz ist das nämlich nicht passiert. Aber es ist Öl rausgekommen, oh Mann. Und jetzt werden wir das mal auch hinten an der Standbohrmaschine benutzen. Samo, was ist denn heute los? Hiermit haben wir halt jetzt auch die Möglichkeit, wirklich Öl reinzupressen. Wirklich, wirklich frisches Öl reinzupressen. Das alte Öl rauspressen. Deswegen gebe ich der Maschine jetzt einmal gut Öl, bis das auch wirklich hier unten rauskommt, damit das Alter auch mal so ein bisschen rausgedrückt wird. So, das Öl kommt jetzt hier unten schon raus. So, das haben wir jetzt einmal komplett erneuert.
Wie gesagt, das ist ganz, ich würde mal sagen, es ist von Vorteil, wenn man hier einmal, wenn die Maschine lang gestanden hat, einmal das ganze alte Öl rauspresst, hier mit so einer Hochdruckpresse, und wenn man dann immer mal von Zeit zu Zeit mit einer normalen Ölkanne da Öl reinpresst, sollte das auch okay sein. Weil wenn wir mal ehrlich sind, werden die, glaube ich, auch in der Ausbildung so benutzt oder halt auch grundsätzlich in Werkstätten, dass da nie geölt wird. So ist es mal bei den Werkstätten, die ich gesehen habe. So. Aber wie bereits erwähnt, ist es für mich interessanter, wenn ich den anderen Aufsatz drauf habe. Genau. Wenn ich da einen anderen Aufsatz drauf habe, weil bei der Horizontalfräsen so viele Schmiernibbel und die muss man so oft schmieren, dass es sich dann nicht lohnt, für die 20 Euro, was das Teil kostet, da jedes Mal umzubauen. Da würde ich einfach mir eine zweite zulegen, wenn ich eine andere Maschine hätte, bei der diese anderen Arten von Abschmiertöpfen oder Abschmiernippeln halt eben verbaut sind. Das hier sollte einfach nur so ein bisschen die Information für dich sein, dass es das hier überhaupt gibt. Weil, wie gesagt, mein Vater und ich, wir wussten vorher gar nicht, dass es solche Aufsätze auch nur für Öl gibt. Deswegen der Riesen-Tipp oder der Riesen-Hinweis, nur weil es aussieht wie ein Abschmiernippel für die Fettpresse, ist es nicht unbedingt ein Abschmiernippel unbedingt für die Fettpresse. Also wenn der Tag der Tage mal kommt, dass ich noch eine Maschine bekomme, bei der diese anderen Arten von Ölern verbaut sind, dann werde ich mir auch eine zweite zulegen, weil ich kann es nur betonen, ich würde hier nicht jedes Mal diese Kappe umbauen. Weil das Problem in meinen Augen ist, gerade bei solchen Sachen, ja komm, die eine Sache mache ich noch ohne es zu ölen, da ist ja noch Öl drin, aber es ist halt einfach besser, wenn man zur Maschine gehen kann und kann einmal schön saftig alles ölen. Das ist einfach besser in meinen Augen. Und dann freut sich auch die Maschine noch in 20 Jahren. Also, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich verlinke dir mal auf dieser Seite ein Video, da geht es um Fett, um Fettpressen. Das ist eine sehr, sehr schöne Fettpresse, wenn du auch alte Maschinen besitzt, bei denen noch solche Schmiertöpfe sind, wo man das Fett in einen Topf reinmacht und dann diesen Topf immer weiter runterdreht. Schau dir das unbedingt an, das ist viel entspannter, Fett einzufüllen, als mit so einer großen Fettspritze. Und da geht auch viel weniger daneben. Und ich hoffe mal, dass bei eurem ersten Mal, wenn ihr das dann benutzt, nicht so viel Öl daneben geht, wie bei mir gerade eben. Aber schaden kann es der Maschine ja nicht. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Unten findest du natürlich noch ein Video. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du das wusstest. Wusstest du, dass es auch solche Abschmiernippel gibt für Öl? Wie gesagt, ich wusste es nicht. Mit diesen neuen Maschinen oder mit diesen neuen alten Maschinen lernt man immer wieder was dazu. Deswegen bin ich umso glücklicher, sowas jetzt drin stehen zu haben. Bis zum nächsten Video sage ich ciao und halt die Ohren steif.